Hallo und herzlich willkommen zurück bei Warlords Battlecry 3, wo wir beim letzten Mal den Traumkristall der Feen zurück besorgt haben. Und jetzt haben die noch eine weitere Herausforderung für uns. Herausforderung der Feen. Belohnung, eine Allianz. Haben wir doch schon. Egal. Die Feen möchten schauen, ob ihr ein würdiger Verbündeter seid. Ihr müsst einen einfachen Test ausführen und wenn ihr erfolgreich seid, dann schließen sie sich euch an. Okay. Machen wir einen einfachen Test. Huch. Kein Bau, was? Yes. Die Herrscherin der Feen ist sehr zufrieden mit euch. Sie bietet euch einen Test an. Test? Was denn für ein Test? Wenn ihr könnt, dann wandert diesen Pfad nach Norden. Durch die Bäume. Und wenn ihr es überlebt, dann werden die Feen sich euch anschließen. Überlebt? Was meint ihr mit überlebt? Ist irgendwas in diesen Wäldern? Ja, um das rauszufinden, müsst ihr den Test machen. Ja. Gut. Ich warte hier erstmal einen Moment, bis mein Mana ein bisschen sich aufgefüllt hat. Ich meine, ich habe zwar Mana-Tränke und sowas alles, 4 Stück, aber ohne Festung bringen wir das 10 Mana. Also ein Keks. Immerhin habe ich jetzt eine Selbstheilung. Das nehme ich das nicht schlecht, aber ich brauche trotzdem Mana. Das ist halt so ein bisschen irgendwie. Ja. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe hier einen Flächenzauber. Ich kann meine Rüstung verbessern. Alles in meiner Nähe. Okay, okay, okay. Und Gegner verlangsamen. Das kann ich natürlich auch machen. Ich kann natürlich einfach, statt Gegner kaputt zu machen, einfach hier Gegner verlangsamen, falls Gegner auftauchen. Ich weiß nicht, ob Gegner auftauchen. Das ist jetzt irgendwie so, hä? Was ist jetzt hier los? Es ist ein Wald. Ja, okay. Bin ja mal gespannt. Sollte ich auf der Straße laufen oder eher abseits davon? Ich gehe davon aus, dass die mich angreifen wollten. Vielleicht hätte ich mit dem Test jetzt auch einfach die ignorieren sollen und irgendwie verlangsamen sollen oder sowas. Aber die greifen mich an. Ich meine, ich habe sie vielleicht zuerst angegriffen. Könnte man jetzt sagen, aber mich greifen sie auch an. Oh, vielleicht, wenn man sie irgendwie unsichtbar machen könnte. Es gibt ja Klassen, die so sich unsichtbar machen können. Vielleicht hätte man einfach hier so unsichtbar durchlaufen können, statt hier Sachen kaputt zu machen. Ich bin aber Eismagier. Ich kann mich nicht unsichtbar machen. Ich kann Gegner einfrieren und ich kann Gegner kaputt machen. Das mache ich auch jetzt. So, ich möchte nicht durch einen random Crit sterben, danke. So, genau, verpiss dich. Ja, der mit. Mana. Du brauchst mehr Mana, aha. Ja, jetzt wieder nach oben. Eine etwas seltsame Mission. Weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mich einfach von der Straße ferngehalten hätte und stattdessen durch den Wald gegangen wäre. Ich weiß es nicht. Wenn ich kein Zauberer wäre, sondern ein mächtiger Krieger, hätte ich das vielleicht ausprobiert, aber als mächtiger Krieger kann ich, als verängstigter Zauberwirker kann ich mir andere Sachen vorstellen. Den Test jetzt bestanden oder nicht? You are victorious. Feenhafer. 10% Mana. Wow. Wow. Tschüss. Das ist ja geil. 30% Zauberreichweite. Was, glaube ich, meinem Fernkampfangriff nichts bringt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht. Vielleicht. 10% Mana-Kostenreduktion auf Zauber. Und, na gut, minus 3 auf Kampf ist vielleicht, als weil ich Kampf tatsächlich noch brauche und gar nicht so gut. Aber cool. Thanks. Was, die Königin der Feen? What the fucking...
Wir können Training erhalten von der Königin der Feen. Wo? Okay. Interessant. Weil die jetzt nicht nur unsere Freunde sind, sondern richtig unsere richtig Hardcore-Verbündeten. Ist ja interessant. So, ich würde erstmal gerne meinen Stash gucken. Ja. So, ich werde mal hier den ganzen Müll aussortieren. Bisher habe ich noch irgendwie keine Möglichkeit gefunden, mal irgendwo wohin zu gehen, wo ich auch Sachen verkaufen kann. Ich meine, ich könnte weiter in den Süden zurückgehen und wieder zurücklaufen. Da wäre ich wahrscheinlich dreimal auf Weg überfallen oder sowas, ne? Deswegen mache ich das nicht. Ich probiere aber die Harfe mal aus. Minus 3 Combat. Ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber schauen wir mal. Okay, ich möchte gerne Training erhalten. Ach so, hier kann ich Geld gegen Erfahrung tauschen. Das ist ja lustig. Nee. Ich brauche meine Kronen für Verbesserung von Dings. Und ich kann Einhörner rekrutieren. Schon auf interessant hohen Stufen. Okay, wenn ich einen neuen Heiler brauche, komme ich drauf zurück. Moment brauche ich es aber nicht. So, deswegen gehen wir mal weiter nach Norden. Wie haben es das eigentlich mit den Dunkelzwergen verscherzt? Und die sind noch neutral. Gut, okay. Dann gehen wir mal weiter in Richtung Norden. Hui. Khazad-dûl. Khazad-dûl-Minen. Okay. Die orkischen Schürfer haben gegen ihre Meister die Dunkelzwerge aufbegehrt. Die Zwerge brauchen Hilfe, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Ja, da sind wir immer gleich dabei hier. Sklavenaufstände. Was kommt bei uns nicht in die Tüte hier? Ich meine, ich könnte es vielleicht auch lassen. Aber es sind Orks, ne? Ich meine, wenn ich irgendwie die Wahl treffen könnte als mit Verbündeten, entweder Orks oder Dunkelzwerge, dann, auch wenn die Dunkelzwerge irgendwie dunkel im Namen haben und das irgendwie böse ist, glaube ich, ich verscherze es mir lieber mit den Orks als mit den Dunkelzwergen. Deswegen gehen wir jetzt mal hier hin. Machen wir mal Aufstände niederschlagen. Los! Das ist kein Bauen, die so ein bisschen erlaubt, okay? Interessant. Dann habe ich jetzt 18 Punkte. Das genau für Mondis plus Heiler reicht. Und ja, ich bräuchte vielleicht auch irgendwas Nahkampfmäßiges, was die Gegner ablenkt. Ja, wird schon schief gehen. Ach, ich krieg Nahkampfmäßiges gestellt. Das ist ja sehr nett von euch, dass ihr da mir noch Nahkämpfe zur Verfügung stellt. Das ist ja, also, da hätte ich ja wirklich nie mit gerechnet. Okay, gut. Ich habe eine Reihe Golems, die für mich die Gegner ablenken wollen. Wenn wir gerade so ein paar Golems haben, also die Steingolems haben wir gesehen, außer langsam rumlaufen und so können die halt kämpfen und viel mehr nicht. Die Eisengolems sind schon eckig interessanter. Die können zum einen, wenn sie Schaden machen, greifen sie alles in ihre Nähe an. Also die fahren quasi ihre Arme aus und machen Schaden an alles in ihrer Umgebung. Darüber hinaus haben die auch Mana und damit können die Feuerbomben herstellen. Was für mich fast schon interessant macht, diesen Eisengolem ein bisschen aus dem Kampf rauszuhalten, weil ich eh so ein bisschen jetzt warten werde, wahrscheinlich um Mana zu regenerieren. Weil die Mondis haben zwar schon Mana und der White Mage hat auch schon Mana, okay. Na gut, dann gehen wir schon mal los. Nur ich habe kein Mana, so wie immer. Ich krieg immer nie Mana geschenkt am Anfang der Mission. Und der Eiswächter wird wahrscheinlich denken, so, was ist eigentlich mein Job? Ich habe hier jede Menge Golems. So, weiter. So, wo sind diese Aufständischen? Zeigt euch! Könnt ihr wagen, Aufstände zu machen? Bei uns passiert sowas nicht. Wir dienen alle dem Mondkönig. Da gibt es keine Aufstände. Was bist du eingestellt, mein Freund? Ach so. Bist falsch eingestellt. Ich sehe es.
So, du hast genug Mana Mana gespeichert. Dann können wir jetzt mal hier eine Firebomb armed and ready. Ach, da ist ja noch nichts mehr. Na gut, dann keine Firebomb armed and ready. Das hier sind lustige Viecher, die zu Gegnern hingehen und dann explodieren. So, also die so ein bisschen wie Creeper, genau. Ja, die gehen halt irgendwo hin und dann explodieren die und dann stirbt irgendwas im Idealfall. So, gucken wir mal, was hier noch los ist. Zeigt euch Aufständische. Also richtig viele Aufstände habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Also so ein paar, aber Aufstände würde ich das noch nicht bezeichnen. So. Gut, wieder zurück in die Mitte. Und Peter hat notfalls noch eine Heilung. Auch für die Golems. Die Golems können beim Heilzauber geheilt werden. Ja. So. Dann würde ich sagen, weiter Richtung Norden, oder? For Lunarian. Follow my lead. My life for the king. So, Feuerbombe, komm mal mit. Darfst jetzt gleich scouten. Was da hinten los ist, ich warte nur, bis noch ein Kollege von dir kommen kann. So, da, Kollege. Gut, Feuerbomben, dann schauen wir mal, was da hinten los ist. Na gut, da ist ein bisschen was los. Na gut. Dahin. Der auch. Und ihr kommt dahinter. Genau, lasst die Munis nicht vorbei, die dürfen immer hinter euch stehen. So, so ist der Plan. So. Gut, dahin. Was haben wir da denn Hübsches? Schwerter. Was haben die Schwerter hier, die Aufständischen? Wer gibt den Aufständischen denn Schwerter hier? Was sind das denn hier für Zustände? Dahin. Ich hatte irgendwie auf mehr Aufständische gehofft. Aber gut. Klingt gemein, Lisa. Ich habe auf mehr Aufständische gehofft. Du wolltest nicht mal heilen hier. Gruppenheilung, ja. Oh. Hat ganz schöne Reichweite mit dem Teil. Muss man dem echt mal lassen. Hm. So, sind noch Aufständische? Na, wo sind die denn alle? Ich muss wieder warten, bis die Leichen alle vom Spiel zum Verschwinden gebracht wurden. Ich verstehe schon. So, gut, haben wir einen Aufstand niedergeschlagen. Haben uns mal als Sklavenhalter betätigt. Ist doch super. Außer für die Sklaven natürlich. Für die ist das nicht so gut.
Aber wir müssen ja so Allianzen schaffen und sowas, ne? Okay. Der dunkle Bazar. Ah, hier kann ich Sachen verkaufen. Gut, hier. Könnt das haben. Könnt das haben. Kann ich mal ein bisschen ausmisten. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ich glaube nicht, dass ich noch mal dazu komme, das zu tragen, weil... Ich meine, in irgendeiner Zeit, wo ich bessere Gegenstände als mein Set habe, könnte ich mir überlegen, diese Rüstung zu tragen, weil die immer eine Rüstung hat und sowas, ne? Für eine Rüstung, so mit Rüstung, ist schon nicht schlecht für eine Rüstung. Wait. Aber die da brauche ich bestimmt nicht mehr. Der kommt dahin. Ne, die Moralhelm brauche ich glaube ich auch nicht, aber ich habe hier schon Inventar voll, deswegen machen wir mal hier. Kaufen. Tschüss. 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 Das kann immer so. Das ist eigentlich ein ziemlich wertvolles Ding, aber diese einzelnen Widerstände finde ich nicht so schön. So, was haben wir denn noch hier? Das ist Piercing. Dann könnten wir schneller zaubern und angreifen. Also in der Zeit, in dem ich das Set nicht benutze, ist das Ding, glaube ich, immer noch ziemlich gut. Aber den Helm brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich finde nämlich Command-Radius besser. So. Punkt. Obwohl, ich habe immer noch den Stab, ne? Ich meine, in der Zeit, in dem ich das Set nicht benutze, würde ich wahrscheinlich den Stab benutzen. Weil der Kälteschaden hat, was halt schon eine lustige Schadensart ist für Fernkämpfer. Ja. Er hat schnell angeschlossen gehört. Das ist natürlich so ein bisschen der Redeeming Factor gewissermaßen. Es gab auch noch das Mage Blade. Sag mal. Ich sollte vielleicht mal irgendwelche von den Waffen sagen, nee, die brauche ich jetzt nicht mehr. Aber so habe ich alle möglichen Schadenstypen, wenn ich irgendwas Spezielles brauche, dann habe ich alles da, kann ich alles besorgen, deswegen lasse ich die alle mal da. So, dann verkaufe ich noch den Helm. So. Tschüss. Gut, damit war diese Folge, glaube ich, ein bisschen kürzer als normal, aber sonst ist jetzt nicht mehr so viel zu tun. Die Lande der Dunkelzwergen von Khazad-dûl sind ständig von einem Hauch von Rauch überzogen. Acrid, ich weiß nicht, was Acrid ist. Paul of Acrid. Hm. Naja, aber jedenfalls innerhalb der industriellen Städte von Khazad-dûl ist die Verschmutzung noch schlimmer. Okay, also es sind Umweltverschmutzer und Sklavenhalter. Das ist mir sehr unsympathisch. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal nach Ragnars Pass. Was ist denn hier nicht los? Ragnars Pass ist... Ist ein enger Pass zwischen den Bergen, zwischen Khazad-dûl und den Hochelfenlanden. Viele Pfade führen von hier in die Einöde, eine total vereinsamte und unfruchtbares Land. Wie geht's zu den Hochelfen? Ja, dann los. Okay, also hier geht's zu diesen Einöden anscheinend. Hier könnten wir Sachen machen. Und hier geht's. Oh, Elaria ist einer von den zwei Hauptstädten der Hochelfen und Heimat der Eiskönigin. Ja, eigentlich müssen wir da doch hin. Ich meine, wir sind Hochelfen, ne? Deswegen müssen wir eigentlich mal hier, ne? Mal unseren Leuten helfen, aber das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.